Hallo meine Lieben, die gute Nachricht zuerst, die Antikmärkte haben wieder geöffnet. Ich könnte mir vorstellen, Antikmärkte sind die optimalen Orte für Steampunk-Maker, um Baumaterialien zu finden, aus denen sie ihre funktionalen oder nicht funktionalen Steampunk-Accessoires herstellen können. Wir werden Jochen Enderlein dazu befragen, einen der vermutlich bekanntesten Maker hier in der Szene. Und wir werden ihm auch die Frage stellen, ob Steampunk eventuell eine Nachhaltigkeitsphilosophie vertritt. Es sind aber mehr Leute da. Marco Ansink wird uns über das Geschichtenerzählen berichten. Stefan Kuhn wird uns über das Zeichnen von Steampunk-Comics informieren und das hoffentlich auch live vorführen. Anja Bargus als Autorin ist ebenfalls mit dabei. Und wir haben ein Bandmitglied von La Frontera Victoriana. Das alles gibt es am Sonntag, den 11. Juli ab 19.30 Uhr. Also auch so, dass es nicht mit dieser großen Sportveranstaltung kollidiert, aus der wir immer noch nicht rausgeflogen sind. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und sehen uns hoffentlich Sonntag, 11. Juli, 19.30 Uhr bei YouTube. www.youtube.de/brennende Buchstaben schafft ihr. Bis dann. Tolkien, der Fantastic Talk.